So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, langsam die Plätze einzunehmen, damit wir ganz pünktlich, Felix, beginnen können. Und bevor wir richtig loslegen, ein Titel, den wir uns jetzt ganz genau anhören, denn der heißt: Ich bin wieder hier in meinem Revier. Was es geht, wissen Sie alle. Und dieses wunderschöne Stück von Marius Müller-Westernhagen gibt es jetzt in der Version von Christian. Particularly to their stroke, Felix Wimberger from the Passau. And the Germans have come back, look at this. Jetzt hier, dass du das so konsequent durchziehst und eigentlich den Gipfel fast
schon erklommen hast. Ich nehme aber an, wenn ich dich so richtig kenne, ein Ziel wirst du doch noch haben. Ich glaube, bei dir drin schlummert ist dieses ganz große Ziel. Schau uns den Weg noch an. Die nächsten Ziele sind eigentlich schon festgeschraubt. Das kommt ja sportlich jetzt wohl gemerkt. Das können wir vielleicht noch kurz besprechen. Es gibt WM und dann WM und dann kennen wir als nächstes das große Ziel. Ja, also und sportlich gesehen geht es eigentlich erstmal los im Herbst mit Trainingsbeginn. Und man steht ja vor uns jetzt noch vor dem vorolympischen Jahr. Weil jeder denkt immer, es ist noch 2 Jahre bis Olympia, aber eigentlich, wenn man strengt nochmal auf dem Kalender, bis ab Dezember sind es nur genau 1,5 Jahre. Und das ist eigentlich so die wichtigsten für Ruderer. Und man sagt eigentlich so, dass im vorolympischen Jahr die Mannschaft für Olympia steht. Man muss zwar jedes Jahr neu qualifizieren, aber eigentlich steht so die Mannschaft. Und es geht dann darum, jetzt nächstes Jahr sich zu qualifizieren. Es gibt die Europameisterschaft, World Cups, Weltmeisterschaft, gibt es aber auch im Olympia-Jahr. Aber wenn man irgendwie in diesem Olympia-Team ist, dann kann man sich eigentlich keine Chancen drauf ausrechnen. Deshalb war es nächstes Jahr oder jetzt im Herbst Vollgas. Und wenn man dann alle 2016 glaubt, dann machen wir da die Reise wieder nach Rio de Janeiro, dann machen wir den Fanclub aus Passau und dann sind wir dabei und dann holen wir uns die Plakette, Felix. Da ist, glaube ich, das ist möglich. Alles klar, wir sagen wirklich Hut ab nochmal und nochmal einen Schluss am Aus, bevor jetzt mal was Schönes kommt, für Felix Wimberger.